Servus, heute machen wir nochmal den ICE-Entgleistest. Und zwar den ICE 3 gegen den ICE 1. Im Grunde ja genau das, was ich letzte Woche mal gemacht habe. Aber da ist es gescheitert daran, dass der ICE 1 einfach zu langsam war, um auf dem großen Testring überhaupt zu entgleisen. Damit hatte ich ja gar nicht gerechnet. Aber das haben wir heute behoben, denn wir befinden uns hier auf dem inneren Testring vom großen Testring. Das heißt, der Kreis ist deutlich enger und somit auch die Entgleisgeschwindigkeit in der Kurve deutlich geringer. So, wir steigen direkt mal ein. Das hier ist der ICE 3M. Da würde es, denke ich mal, sehr schnell gehen, weil die Beschleunigung ist unglaublich schnell. Also hinsetzen, alles flott machen und dann spawne ich nachher erst den anderen. Denn hier, wie ihr seht, ist nur ein Gleis. Das andere Ding ist ja zweigleisig. Also, Richtungswender vorwärts. Stromabnehmer und Hauptschalter müsste hier oben sein. Boah, das blendet ja extrem gerade hin und kann gar nichts mehr lesen. Spitzensignale hätte ich gerne. Oh, die sind schon an. Ja, perfekt. Dann steht der Abfahrt eigentlich nichts im Weg. Dann würde ich sagen, auf die Schienen, fertig, los. Boah, das wird so abgehen jetzt, ne? Also ich würde mal schätzen, wir überleben keine zwei ganze Runden. So, die erste Runde ist nicht mal vorbei. Und wir haben schon 160 drauf. Wir sind gleich draußen, ich sag's euch. Also habe ich am letzten Mal auch gesagt und am Ende passierte gar nichts. Aber diesmal sage ich es euch wirklich. 180 bei der ersten Runde. Ich glaube, wir kommen nicht nochmal hier an. Vorher sind wir draußen. Ich würde sagen, wir gehen schon mal in die äußere Kamera. Denn wir wollen das Entgleisen ja auch sehen. 200. Es wird langsam eng. Und noch leben wir. Okay. Seltsam. Ich weiß nur, dass es dieser andere mit Nagetechnik nicht geschafft hat. Und der für 160 oder so. Warte mal. Du hast noch nicht geliked und abonniert? Obwohl der Algorithmus das Einzige ist, was diesen Kanal am Leben hält? Warum nicht? Dann aber schnell. Wird aber auch jetzt schon verdammt eng. Aber wie der Zug sich neigt. Und der hat nicht mal Neigetechnik. Oh je. Ja, gut. 229. Merken wir uns. Jetzt machen wir das Ganze nochmal, und zwar mit dem ICE 1. Tada! Da ist er, der gute Freund ICE 1. Ich finde, von der Optik ist der echt hübsch. Fast so wie ich. Ja. Also, einmal einsteigen, dann das Ding flott machen. Also, neutral. Ja. Freischalten, dann Stromabnehmer, Trennschalter, vorwärts. Dann hätte ich noch gerne Spitzensignale. Spitzensignale hell. Ach, jetzt sind sie schon an. Ach so, ich habe so einen Drehknopf gesucht, wie bei den anderen allen. Okay, nee, dann ist gut. Also, Bremse lösen, Fahrschalter hoch und let's go. Gut, ich bin gespannt, wann der entgleist. 229 haben wir uns ja gemerkt. Aber ich denke mal, mit dem werden wir so oder so Welten länger brauchen. Denn er beschleunigt einfach nicht so krass. Denn er ist ja auch alt, der hat ja bei weitem nicht so viel Kraft. Aber das macht ja nichts, wir haben ja Zeit. Und die geben wir ihm jetzt einfach. Also, nach der ersten Runde haben wir 150 mit dem ICE 1. Wie viel war es vorher mit dem 3er? Ich weiß es gar nicht. Blende ich euch jetzt ein. Aber ich finde das schon echt spannend zu vergleichen, so damals und jetzt. Wie viel Power die doch dazugekommen haben. So, dann bitte einmal wieder nach außen. So, perfekt. Und dann bin ich mal gespannt auf das nächste Desaster. Bei Runde 2 haben wir 190. Es kommt nicht mehr so viel dazu, also schon noch. Aber es dauert halt viel länger. Aber wie gesagt, die Zeit haben wir ja. Ja, langsam wird es eng. Sehr eng sogar. Er zittert schon ein bisschen manchmal. Runde 3, 212. In der Zeit waren wir mit dem anderen schon längst weg. Oh je. Hä? Und der andere hatte 229, oder? Und das heißt ja, jeder Zug hat seinen eigenen Schwerpunkt und seine eigene Fahrphysik. Das finde ich an sich eigentlich schon mal ganz gut. Klar, die grobe Geschwindigkeit ist immer dieselbe, weil ist ja die gleiche Kurve. Aber so von den einzelnen kmhs her finde ich das schon gut. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt andere Züge noch testen will, die sind alle nicht schnell genug. Die kommen alle nicht über die 200. Und also klar, der TGW, der wird das schon schaffen, aber gegen wen soll ich den denn antreten lassen? Gegen den? Ich weiß nicht. Und alle anderen, die können halt nicht so schnell. Das ist echt schade. Sogar die Vectron-Lok, die schafft das nicht. Aber trotzdem, ne, Ideen immer gerne in die Kommentare für Experimente. Ich würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
So, Freunde, das war's dann leider auch schon wieder mit dem heutigen Video. Über ein Like und ein Abo, vielleicht sogar einen Kommentar, würde ich mich natürlich sehr freuen. Für mich sind so Videos verdammt aufwendig und für euch ist das wirklich keine Arbeit und es würde mich sehr unterstützen. Auf Instagram dürft ihr mir natürlich auch sehr gerne folgen. Dem geilsten Discord-Server der Welt könnt ihr natürlich genauso beitreten. Beides findet ihr unten in der Beschreibung. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Digga, komm mit deiner Arsch und abonniere. Oh, wenn du wüsstest, wie viel Zeit.